Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar TradingView Einführung in die Hochleistungs-Charting-Plattform. Natürlich mit den zwei Experten direkt von TradingView, René Stuckert und Viktor Wagner. Mein Name ist Florian Scharschmidt. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Abend zum Webinar pünktlich um 18 Uhr begrüßen. Ich denke mal, Sie fragen sich alle, was man mit TradingView alles so machen kann. Und von daher haben wir von FX Flat uns nicht lumpen lassen und haben uns die Experten direkt, ich sag mal, an Bord geholt und mit denen zusammen ein Webinar veranstaltet. Ich bin gespannt, was für tolle Features die Jungs uns zeigen werden. Ich hoffe, Sie natürlich genauso. Und von daher will ich gar nicht lang drum rumreden und direkt zum Risikohinweis springen, denn Sie kennen es alle. Das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts des Gleichgezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was die Jungs in irgendeiner Art und Weise analysieren zur Vorschau oder sowas. Ja, denn schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig, von unserer Seite vorweg immer zu sagen. Ja, gut, dann wäre das so viel von meiner Seite zum Intro. Dann würde ich sagen, René, ich gebe dir dann jetzt einmal die Übertragungsrechte. Ja. Und dann solltest du jetzt auch die Möglichkeit haben, deinen Bildschirm zu übertragen. Jawohl, gib mir einen kurzen Augenblick. Nur kein Stress, nur kein Stress. So, jetzt sollte man was sehen, oder? Ja, das sieht gut aus. Jetzt sieht man an der rechten Seite noch ein bisschen blauen Hintergrund, aber in der Mitte ist TradingView schon fest drin. Von daher, man sieht auf jeden Fall alles. Gut, dann viel Erfolg, wenn irgendwas sein sollte oder sowas. Ich bin ja die ganze Zeit da, von daher einfach Bescheid geben. Ja, ja, noch einen kurzen Augenblick. So, einen wunderschönen guten Abend. Wir bedanken uns erstmal recht herzlich, dass wir eingeladen wurden und heute ein bisschen die Plattform vorzustellen. Wir haben uns gedacht, dass wir uns einfach mal unsere Charts ein bisschen gemeinsam anschauen und gucken, was die Plattform so kann. Wir versuchen, auf die wichtigsten Funktionen einzugehen, die von den meisten Leuten genutzt werden und dabei auch ein paar kleine Tricks verraten. Ganz kurz ein paar Worte zu TradingView. Vor circa 10 Jahren haben wir uns vorgenommen, den Zugang zur Finanzwelt zu vereinfachen und haben die Mission, die besten Charting-Tools und Daten für jedermann verfügbar zu machen. Ja, so, das ist so ähnlich wie Bloomberg, nur mit besserem Handling und für jeden erschwinglich sozusagen. Wir sind der Meinung, dass jeder die bestmöglichste Analyse erstellen sollen könnte und sind mit diesem Vorhaben mittlerweile auch zum weltweit größten sozialen Netzwerk für Trader und Investoren gewachsen. Ja, das hat den tollen Vorteil, dass man auf der Plattform nie alleine ist und man sozusagen auf Menschen aus aller Welt trifft. Ja, man kann gemeinsam globale Vermögenswerte verfolgen, Handelsideen finden und besprechen, mit anderen chatten, Trends erkennen und vieles mehr. Wenn Sie auf unsere Plattform navigieren, auf www.tradingview kommen, dann starten Sie in der Regel hier auf dem Startbildschirm. Wenn man das erste Mal die Plattform benutzt, dann ist die sehr wahrscheinlich auf Englisch. Man kann es ganz einfach hier mit einem kleinen Klick auf das Symbol rechts oben auf Deutsch umstellen. Man kann hier oben im Hauptmenü auf Produkte und direkt auf den Chart navigieren. So. Dieses Bild sollte eigentlich jeder vorfinden, der das erste Mal auf die Plattform kommt. Bevor ich jetzt gleich an meinen Kollegen, den Viktor, abgebe, der euch hier die Zeicheninstrumente, die untere Leiste und ein bisschen zu den Chart-Einstellungen was erzählt. Einer der wichtigsten Knöpfe ist hier ganz oben links. Das ist das Hauptmenü. Wenn man da drauf drückt, kommt man wieder zu der Startseite. Ja, da, wo wir herkommen, quasi falls sich Leute fragen, okay, wie komme ich zurück? Über diesen Button. Wir gehen wieder zurück zum Chart. Wir bekommen oft die Frage, ja, gibt es denn eigentlich sowas wie eine Anleitung für TradingView? Und da ist die Frage,
Die Antwort eindeutig ja, und zwar genau gegenüber von dem Hauptmenü auf dem Fragezeichen finden wir das Help Center. In diesem Help Center gibt es zu den verschiedensten Thematiken, Rubriken, Artikel. Sie können hier oben nach Fragen suchen, zum Beispiel Fibonacci Retracement, Volumen oder wie finde ich XY. Wer hier keine Hilfe findet, ja, der kann auch direkt über diesen Button hier ein Ticket an den Support schreiben und dann setzen sich die Kollegen mit Ihnen in Verbindung. So, das wäre es erstmal von meiner Seite. Jetzt würde ich, wie gesagt, an den Viktor übergeben, der euch die Zeicheninstrumente und den Chart erklärt und dann geht es wieder zurück zu mir und ich fahre dann hier mit den anderen Leisten fort. So, Okay. Florian, kannst du einmal an Viktor Ja. abgeben? Aber sicher doch, aber sicher doch. So. Dann kann der Viktor jetzt loslegen. So, So, das jetzt sieht hat es gut noch aus. geklappt, Das oder? sieht gut aus. Perfekt. Perfekt. Alles klar. Bevor ich loslege, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass alle Funktionen, die wir heute vorstellen, auch in der Free-Version mit Einschränkungen verfügbar sind. Genau, also ihr solltet, wenn ihr auf den Chart navigiert, erstmal mit der Free-Version starten. Genau. Bevor wir anfangen, würde ich noch kurz bei den Chart-Einstellungen zeigen, wie man den Chart ein bisschen aufhübschen kann. Hier kann man zum Beispiel Alarme hinzufügen, man kann direkt anfangen zu traden oder Amazon zur Watchlist hinzufügen. Dazu wird aber gleich Finny noch ein bisschen mehr sagen. Hier kann man das Farbdesign wählen. Ich benutze eigentlich immer das Dunkle, weil es einfach angenehmer für die Augen ist und ich werde es als Standardeinstellung für das heutige Webinar verwenden. Genau zu diesen Einstellungen kommt man per Rechtsklick auf den Chart. Das heißt, hier unten gibt es dann noch die erweiterten Chart-Einstellungen. Bei Symbol kann man zum Beispiel die Kerzenkörper andersfarbig einstellen. Man kann bei Erscheinungen kann man die vertikalen, also die Gitterlinien ein bisschen anders einstellen. Man kann die deutlicher machen, indem man auf die Moment, jedenfalls, man kann sie deutlicher machen, ich kenne es gerade nicht. Genau, bei Der Trading kann man sich Transparenz. hier unten. Wie bitte? Mit der Transparenz. Und Ja, geh noch mal auf die Erscheinung. hier. Auf die Farbe Genau und dann hier, unten mit der Farbdeckel Kraft. zwar. Also wenn man die entfernen möchte, dann stellt man die Deckkraft quasi einfach auf 0% und dann ist die Gitterlinie weg. Genau, dann hier kann man das gleich nochmal mit dem Fadenkreuz machen und noch ein paar weitere Einstellungen. Hier bei Trading kann man sich hier unten immer so ein paar Notizen anzeigen lassen. Das heißt, wenn der Order ausgeführt wird, dann wird da angezeigt, welche Aktie zu welchem Zeitpunkt zu welchem Preis gekauft wurde. Hier bei den Ereignissen kann man sich die Dividenden, Splits und Earnings einstellen. Das bedeutet, hier unten, wenn man auf dieses Symbol klickt, in dem Fall waren es hier die Earnings. Wird immer, also steht dann immer dran, was geschätzt wurde, was dann die tatsächlichen Earnings waren. Das gleiche ist bei dem Split so, dass da wird dann halt angezeigt, in welchem Verhältnis die Aktie gesplittet wurde. Hier Viktor, Ihre Maus. Ja? ich grätsch einmal kurz dazwischen, weil schon die ersten Fragen reinkommen. Ich würde einfach kurz dazu sagen, dass die Jungs erstmal so diese kleine Einführung machen und wir am Ende so eine offene Fragerunde machen. Ja, deshalb keine Sorge, sie kriegen alle Antwort auf ihre Fragen. Wir machen am Ende einfach so eine große FAQ-Runde. Ich hoffe, das ist für jeden akzeptabel, sage ich mal. Ja, gut, mehr wollte ich nicht. Kannst weitermachen. Alles klar. Dann hier oben im Mauszeigermenü können wir den Cursor einstellen, also das Fadenkreuz, Punkt oder Pfeil. Die meisten werden vermutlich das Fadenkreuz als Standardeinstellung verwenden. Dann hier bei den Trendlinien-Tools haben wir die Trendlinie, den Strahl, die horizontale Linie und die vertikale Linie. Ein cooles Feature ist, dass man sich ein paar Mausmal sparen kann, indem man Tastenkombinationen verwendet für die beliebtesten Tools. Wenn man nicht so gerne mit Tastenkombis arbeitet, kann man hier über die Sterne in den Seiten sich eine Favoritenliste hinzufügen. Die sieht bei mir momentan so aus. Die ist auf dem Chart frei verfügbar oder beweglich. Ich habe die allerdings immer ganz unten, weil sie sonst bei der Analyse stören könnte, indem sie
Indikatoren oder Zeichnungen oder auch Kerzen verdeckt. Genau, wenn man eine Trendlinie zeichnen möchte, wählt man diese aus in dem Menü, klickt einmal auf den Chart und für den zweiten Ankerpunkt ein zweites Mal und hat dann hier so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Hier kann man zum Beispiel die Farbe der Linie einstellen, man kann die Dicke einstellen, man kann sich als gestrichelte oder gepunktete Linie anzeigen lassen. Man kann einen Alarm hinzufügen, dazu aber von René nach ein bisschen mehr. Hier kann man das Ganze noch fixieren. Das bedeutet, wenn man hier so ein bisschen hin und her geht, dann kann man nicht, ja, also wenn man das per Drag and Drop macht, dann kann es nicht passieren, dass man aus Versehen die Linie entfernt oder die Ankerpunkte verzieht. Und hier mit der kleinen Mülltonne kann man das Ganze noch entfernen. Bei den erweiterten Einstellungen findet man noch, dann noch den Stil, da kann man auch ebenfalls die Farbe einstellen. Man kann sich ein Preislabel anzeigen lassen. Ich muss das zeigen. Eine Preisspanne, die Distanz, den Winkel und so weiter und so fort. Dann bei Text kann man sich einen kleine Notizen machen, auch Farbe, Schriftgröße etc. Hier kann man die Koordinaten einstellen und bei Sichtbarkeit kann man einstellen, in welchem Timeframe die Linie zu finden sein soll. Das heißt, man kann die grundsätzlich alle Zeichentools kann man so einstellen, dass die zum Beispiel ausschließlich im Minutenchart zu sehen sind oder nur im Stundenchart und den höheren Charts nicht. Weil wenn man jetzt eine Analyse aus dem Daily oder aus dem Weekly Chart macht, kann es sein, dass so kleinere Linien aus den kleineren Timeframes eben stören, weil man dazu keinen richtigen Bezug hat. Genau. Wir haben hier, das finde ich kurz die Horizontale, haben wir hier den Magneten. Damit kann man das Open, High, Low oder Close automatisch anfixieren lassen. Das ist ganz praktisch. Das kann ich mit einer zusätzlichen Funktion ganz nice erklären. Und zwar dem Zeichenmodus. Das ist direkt darunter. Wenn man da die Linie auswählt, dann kann man auf unbestimmt oft kann man das eine und das gleiche Zeichentool beliebig oft verwenden. Und mit einem Klick kann man das eben wieder entfernen. Dann hat man das vielleicht noch einmal. Und genau. Hier unten haben wir diese große Mülltonne. Damit kann man, falls man eine Analyse komplett mal starten will, kann man alle Zeichnungen verschwinden lassen. Dann hier unten haben wir die Gun und Fibonacci Tools. Zum Beispiel das Fib Retracement, den Gun Square oder den Fib Kreise. Ich zeichne es jetzt beispielhaft einfach nur mal so random in den Chart ein, dass man es mal gesehen hat. Genau. Und wichtig anzumerken ist noch, man kann durch dieses kleine Auge hier alle Zeichnungen im Chart verschwinden lassen. Die tauchen allerdings wieder auf, wenn man ein neues Zeichentool verwendet. Genau. Dann haben wir hier unten die geometrischen Formen. Da findet man zum Beispiel Pinsel, Rechtecke, Kurven, Dreiecke etc. Man kann mit dem Rechteck zum Beispiel, kann man ganz nett die Gaps markieren und dann so nach drüben ziehen. Tu's mal nach rechts erweitern. So mach mal Doppelklick drauf. Also jedes Tool hat ja, wenn man quasi Doppelklick drauf machst, Einstellungen. Wenn du bei Stil gehst, kannst du das zum Beispiel nach rechts erweitern, nach rechts verlängern. Einfach nur so, dass man sieht, so kann man sich nämlich cool Zonen einzeichnen, die dann quasi in die Zukunft ragen. Alles klar. Genau, und die individuellen Einstellungen zu den jeweiligen Tools, die verändern sich natürlich auch mit den entsprechenden Tools. Also das wird man jetzt nicht bei der beim Fibonacci Retracement oder so finden. Genau, dann haben wir hier unten haben wir noch die Text-Tools, also man kann sich hier wieder Notizen machen, man kann einen Tweet verlinken oder eine Idee, man kann Bilder einfügen oder zum Beispiel Preislabel hinzufügen. Da kann man dann zum Beispiel das High hier markieren, was genau auf den Cent genau, wo das Highlight war.
Dann haben wir hier unten die Muster, zum Beispiel die ABC, X, ABCD Muster. Ich zeichne es einfach mal beispielhaft in den Chart hier rein. So. Und eben auch eine ganz coole Funktion ist das hier. Wenn man mit Zyklen arbeitet, dann kann man, muss man nicht immer die Kerzen abzählen, wenn man zum Beispiel im Tageschart arbeitet, weil die eben nach links einfach beliebig weit erweitert werden. Dann haben wir hier unten zyklische Linien. Dann haben wir hier noch die Tools, mit denen man Prognose- und Messwerkzeuge, hier zum Beispiel das Long-Position, da wird dann angezeigt, das G und V, das Chance-Risiko-Verhältnis und wie viel man mit dem Trade potenziell in Prozent oder in Dollar verdienen könnte. Na, du kannst ja mal den Stop-Loss oder den Profit ein bisschen modifizieren, so die grüne Zone nach oben ziehen und den Stop-Loss ein bisschen kleiner machen, dass man es einfach mal sieht. Das ist quasi eine grafische Darstellung, wie man halt irgendwie einen Long Trade einfach auf dem Chart visuell sichtbar machen kann. Genau. Alles klar. Dann hier unten kann man sich mit Symbolen bestimmte Sachen markieren, wenn man jetzt irgendwie ein Entry gesehen hat oder sich mit einem Daumen nach oben oder so den gelungenen Trade belohnen will, kann man den hier hinsetzen, auch beliebig auf den Chart verschieben und hier oben hat man dann wieder die individuellen Einstellungen. Hier mit dem Messwerkzeug kann man sich mit einer bestimmten Preisspanne alles von Preis und Zeit anzeigen lassen. Wenn man aus dem größeren Chartbild heraus operiert und sich eine bestimmte Zone anschauen will, kann man mit der Lupe hier das Ganze vergrößern und dann über die Minuslupe auch wieder rückgängig machen. Wie gesagt, das hier ist der Magnetmodus, der Zeichenmodus. Wenn man zum Beispiel viele Linien hier drauf hat, dann kann man auch kann man die auch fixieren, also nicht nur über die individuellen Einstellungen, wo man dann nur das einzelne Tool fixiert, sondern man kann hier auch alle fixieren. Das bedeutet, ich kann jetzt keine der beiden Linien ausgesehen verhauen. Und genau, das hier unten ist der Schnellzugriff. Das bedeutet, man kann sich einen Rahmen von zum Beispiel 5 Tagen, 6 Monaten oder 5 Jahren anzeigen lassen. Wichtig ist, das ist nicht der Timeframe. Wie man den Timeframe einstellt, das wird ich von Ihnen noch genauer erklären. Das ist wirklich nur der Zeitrahmen über die letzten 5 Jahre, die nächsten 6 Monate und so weiter. Dann haben wir hier die Gehe-zu-Funktion. Damit kann man einen benutzerdefinierten Bereich anschauen. Man kann es in einem bestimmten Dart bespringen. Und genau, das war es eigentlich zu dem. Dann haben wir hier, können wir uns die Zeitzone, in der wir uns befinden, einstellen. Falls man jetzt nach New York zieht oder so, kann man sich hier irgendwie New Yorker Zeit anzeigen lassen. Man kann hier die regulären und die verlängerten Handelszeiten anzeigen lassen. Dann die Anpassung nach Dividenden, für Dividende. Hier kann man diese Skala logarithmisch anzeigen lassen oder auf Prozent umschalten. Sieht dann so aus. Und hier, wenn man hier mit dem Rädchen an der Maus hoch und runter geht, wird diese automatische Einstellung automatisch ausgeschaltet. Das bedeutet, man kann hier und auf der Seite kann man sich den Chart genauso zurechtziehen, wie man das gerne möchte. Man kann ihn nach oben und nach unten verschieben. Das geht eben in dieser automatischen Einstellung nicht, weil der Chart sich automatisch anpasst. Je größer der Chart wird, desto größer werden auch die Kerne. Und ich glaube, das war es eigentlich von mir. Eine Sache noch. Hier oben kann man auch die Währung einstellen. Zum Beispiel Euro, US-Dollar oder auch Krypto. Das ist eine ganz nette neue Funktion. Genau. Damit würde ich wieder an René übergeben. Alright, jo. Dann switchen wir wieder rüber. Dann sagen wir René und zack. So, jetzt muss ich nur kurz wieder schauen auf Übertragung.
So, sieht man wieder was? Ja, wieder ja. Alles da. Sehr schön. So, jetzt haben wir so ein bisschen gesehen, was, wie man Zeichnungen auf den Chart machen kann. Noch ganz kurz hier unten. Das wird von vielen immer missinterpretiert. Also das sind quasi Schnellwahltasten, mit denen man einen gewissen Zeitraum schnell anschauen kann. Und der Timeframe, der skaliert sich so, dass es quasi übersichtlich noch auf diesem Chart sichtbar ist. Ne? Weil es gibt Leute zum Beispiel, die wollen die letzten 6 Monate sehen, aber im Daily Chart. Ne? Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, sehen wir, okay, TradingView macht einen 2 Stunden daraus. Ja, also man kann hier den Timeframe nicht wählen, sondern das macht TradingView automatisch, so dass es einfach noch auf den Chart drauf passt. Gut. Machen wir weiter im Programm. Die Instrumente oder die Trading-Ticker auszuwählen, das funktioniert hier oben in dem ersten linken Button auf der Symbolsuche. Da klicken wir einfach mal drauf. Hier bekommen wir alles angezeigt. Also TradingView hat über 50 Exchanges und Börsenplätze. Die Zugriff zu den Daten und man kann sich hier alles suchen. Ja, also hier kann man Wörter eingeben. Wir sagen jetzt einfach mal Apple, Microsoft, Tesla. Oder man kann nach Tickern suchen, nach den WKN-Nummern oder ISIN-Nummern geht leider nicht. Das ist eine Frage, die wir oft bekommen. Ein kleines Special, beziehungsweise was fast niemand weiß oder auch kaum jemand benutzt, dass diese Symbolsuche, die ist gleichzeitig auch eine, ja, wie nennt man das, eine Recheneinheit. Also wir sehen hier neben durch, minus, plus, mal. Man kann damit Spreadcharts erstellen oder auch eigene Indexe, also quasi Funktionen damit schreiben und berechnen. Ne? Also da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber einfach, dass man es mal gehört hat. Es macht auf jeden Fall viel Spaß, damit ein bisschen rumzuspielen. Wir hatten ja ganz am Anfang, hat mein Kollege erwähnt, dass die Free-Version alle Funktionen sozusagen mit Einschränkungen beinhaltet. Hier haben wir jetzt einen richtig coolen Trick, den auch nicht viele wissen. In den bezahlten Abos kann man sich auch mehrere Chartfenster anzeigen lassen. Ja, die Free-Version, die ist beschränkt auf ein Chart, aber hier kann man sich helfen mit der Funktion Symbol hinzufügen oder vergleichen. Wir klicken jetzt einfach mal drauf. Also wir haben jetzt hier den Apple Chart. Dem fügen wir jetzt den Microsoft Chart hinzu. Standardmäßig übernimmt TradingView dieses Symbol und heftet das direkt an die aktuelle Skala an und ändert es auf prozentual, damit es Sinn ergibt. Wenn wir das jetzt wieder auf den Preis ändern, sieht man direkt, warum TradingView das automatisch auf Prozent macht, weil man einfach besser damit arbeiten kann. Was wir hiermit aber jetzt machen können, wir klicken jetzt hier rechte Maustaste, also alles in TradingView hat Einstellungen. Und wir können das jetzt einfach an eine neue Skala anheften. Ja, wir heften das jetzt mal an eine neue linke Skala an. So, jetzt haben wir beide auf Preis und beide liegen wunderschön übereinander. Jetzt kann man hier mit der Skalierung spielen. Für diejenigen, die keine Lust auf Liniencharts haben, so wie ich, das kann man auch ändern. Wir machen hier einen Doppelklick drauf. Ändern das von Linie einfach in Kerzen. Man kann das zum Beispiel auch hier ganz einfach die Farben ändern. Und jetzt kommt der kleine Trick. Wir können jetzt erneut mit rechter Maustaste hier raufgehen und können sagen, okay, bewegen nach, neuer Bereich oberhalb. Zack. Und auf einmal haben wir aus dem einen Chartbildschirm sozusagen 2 gemacht. Und jetzt haben wir den komplizierten Weg gesehen. Wir können auch einen einfacheren Weg nehmen. Wir klicken jetzt hier nochmal auf die Symbolsuche und fügen jetzt hier einfach Tesla hinzu. Gerade ganz kurz. Tesla. Ach, falsch. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin nämlich hier auf die Symbolsuche und nicht auf Symbol vergleichen. So, hier
nehmen wir jetzt die Tesla-Aktie und bekommen hier direkt ein kleines Menü angezeigt, wo wir direkt den neuen Bereich auswählen können. Also wir müssen jetzt nicht diesen ganzen Weg nochmal gehen. Ja. Das war jetzt vielleicht alles ein kleines bisschen kompliziert, aber das ist wirklich eine ganz tolle Funktion, mit der man sich mit der man sich das Leben ein bisschen angenehmer gestalten kann. Ja. So, der Übersicht halber machen wir die Sachen jetzt aber wieder weg und bleiben auf unserem normalen Chart. Mit der rechten Maustaste, wenn Sie sich auf dem Chart irgendwo verloren haben und wir machen jetzt einfach mal ein Beispiel, die Skalierung, die hat es komplett irgendwie zerschossen und man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist, kann man jederzeit rechte Maustaste auf den Chart und Chart zurücksetzen und der Chart skaliert sich wieder auf den voreingestellten Timeframe. Und genau das ist auch der Übergang zu dem Timeframe. Die Timeframes, die haben wir hier in dem Symbol direkt neben dem Symbol hinzufügen, das wir gerade vorgestellt haben. Wenn wir hier können wir das ausklappen. TradingView kommt mit voreingestellten Timeframes. Es ist aber auch möglich, sich individuelle Timeframes selber zusammenzustellen oder sogar bis in den Sekundenchart runterzugehen. Also wer jetzt Lust hat, einen 33-Minuten-Chart zu erstellen, das ist möglich. Im Feld daneben haben wir die Charttypen. Hier decken wir einmal die klassischen Sachen wie Balken, Kerzen oder Säulen. Oder auch die Fläche ab, aber auch exotischere Charttypen. Ich klicke einfach mal hier auf dieses Line Break. Ja, das ist ganz interessant. Oder auch das Pagi. Ja, vor allem interessant sind diese diese Chart-Methoden, wenn man diese Chart-Typen einfach mal mit der eigenen Analysemethode analysiert, da kommt man manchmal auf ganz interessante Blickwinkel. So, aber wir gehen wieder hier zurück zu den Kerzen. So, kommen wir hier zu einem sehr, sehr wichtigen Herzstück und zwar den Indikatoren, Metriken und Strategien. Ganz kurz vorweg, die Indikatoren und Strategien sind alle in der hauseigenen Programmiersprache Pine geschrieben. Diese Programmiersprache steht jedem kostenfrei zur Verfügung. Hier unten in diesem Pine-Skript-Editor kann man quasi drauf loscoden und programmieren und auch Indikatoren und Strategien veröffentlichen und die quasi mit den anderen Nutzern teilen. Wir unterscheiden hier zwischen der technischen Analyse, wie zum Beispiel Indikatoren oder Strategien und auch das Volumenprofil und den Finanzwerten. Ja, Finanzwerte sind in jedem, jeder TradingView-Nutzer hat Zugriff auf alle verfügbaren Finanzwerte. Ja, und das sind die verrücktesten, alles, was man sich vorstellen kann. Ja, wir haben hier Einkommensaufstellung, Bilanz, Cashflow und weitere Statistiken. Also man kann sich da wirklich austoben. Und dann haben wir die Community-Skripte. Und die Community-Skripte sind eben die Indikatoren oder Strategien, die von den Usern geschrieben und veröffentlicht wurden. Ja, also das sind quasi hier diese drei Reiter. Wir tun jetzt exemplarisch einfach mal zwei Indikatoren hinzufügen. Machen wir einfach hier den 24-Stunden-Volumen und die Advanced Decline Line und machen noch zwei Finanzwerte rein, zum Beispiel die Marktkapitalisierung und den Gesamtumsatz. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist das, was ich von jeder Aktie sehen möchte, jedes Mal, dann kann man sich diese Indikatorvorlage zum Beispiel auch speichern. Na, klickt man hier auf dieses Symbol, Indikatorvorlage speichern. Machen wir hier jetzt einfach mal Test. Ja, und dann können wir quasi jedes Mal dieses Indikator-Overlay Overlay laden. Ja, es kommen auch noch ein paar Standardvorlagen. Klicken wir auch einfach mal auf irgendwas drauf, dass man sieht, dass da was passiert. Ja, noch hier Volume-Based.
gehen jetzt aber wieder zu einem sauberen Chart zurück. So, die nächste Funktion ist eine extrem beliebt. Und zwar sind das die Alarme. Ja, das sind Benachrichtigungen, die man sich schicken lassen kann, wenn der Preis eine bestimmte Bedingung erfüllt. Wir klicken hier jetzt einfach mal drauf und sagen, okay, ich möchte jedes Mal, wenn die Apple-Aktie kleiner als $126 ist, dann möchte ich jedes Mal für immer benachrichtigt werden, dass die Aktie unter diesem Preisniveau notiert. Was man auch machen kann, praktisch, man kann auf jeden Indikator und jede Zeichnung auch einfach einen Alarm hinzufügen. Ja, und da könnte man einfach sagen, okay, jedes Mal, wenn der Preis quasi durch die Trendlinie hindurchgeht, möchte ich benachrichtigt werden. Ja, das hat den Vorteil, dass man gerade, wenn man viele Märkte beobachtet, dass man sich einfach quasi die Übersicht ein bisschen spart. Man richtet die Alarme ein, ja, und wartet dann auf die Benachrichtigungen, muss nicht ständig zwischen den Charts hin und her gucken und schauen, okay, wo ist der Preis jetzt, sowas macht der Preis. Genau, coole Funktion auf jeden Fall, nicht umsonst eines der beliebtesten Funktionen. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Sache, die etwas unterschätzt wird. Ich benutze sie selber persönlich auch leider viel zu selten, aber das ist das sogenannte Bar Replay. Bar Replay bedeutet, wir können unseren Lieblingschart sozusagen live simulieren. Wir klicken hier drauf, wählen jetzt einfach mal ganz random den Juni 21, schneiden den ganzen Chart bis dahin aus und dann können wir die Price Action sozusagen erneut erleben. Ja, hier kann man auch die Geschwindigkeit einstellen, man kann auch Pause machen, kann währenddessen auch Analyse machen, Zeichnungen. Also das ist wirklich eine ganz tolle Art und Weise, wie man Handelsstrategien testen kann, ja, und ist ein super cooles Feature auf jeden Fall. Ja. Als nächstes haben wir hier oben eine Sache, die auch immer ein bisschen missverstanden wird, das sogenannte Chart Layout. Man muss nicht für jeden Chart oder jedes Symbol ein eigenes Layout speichern. Ein Layout, das ist sowas wie wenn man sich auf dem Computer einen Benutzer anlegt. Ja, also in diesem Chart-Layout, wo wir uns jetzt gerade befinden, die ganzen Einstellungen und alles, was wir darin machen, ist quasi in diesem Chart-Layout gespeichert. Wenn wir jetzt ein anderes Chart-Layout erstellen, dann ist das sozusagen wie ein unbeschriebenes Buch. Ich hoffe, dass das einigermaßen, dass ich rüberbringen wollte, was ich damit sagen wollte. Hier im oberen rechten Bereich auf der Kamera kann man sich die Charts als Datei, als Bilddatei, als Link oder direkt als Twitter-Bild auswählen. Und eines der tollsten Funktionen ist hier Veröffentlichen. Wenn Sie hier auf Veröffentlichen drauf drücken, bekommen Sie die Möglichkeit, Ideen, Videoideen oder auch Streams zu erstellen. Eine sehr beliebte Funktion, das machen wir jetzt auch mal direkt, ist es, eine private Idee zu veröffentlichen. Das bedeutet, Sie müssen ja nicht, so nicht jeder hat ja Lust, immer irgendwie öffentlich alles kundzutun, aber dennoch kann man diese Funktion nutzen. Wir machen jetzt einfach hier nennen das Test und machen hier auch Test. Klicken hier auf Privat. Man muss immer eine Kategorie auswählen und gehen auf private Idee veröffentlichen. So, was dabei entsteht, ist, wir erstellen sozusagen eine Analyse. Also Sie für sich selber, wenn Sie das privat veröffentlichen, es sieht niemand anderes, können Sie jetzt irgendwie Zeichnungen auf den Chart machen, ja, können Ihre Gedanken hierzu hinschreiben und können das einfach quasi für sich selber wie so eine Art Bilderbuch speichern. Und das Tolle dabei ist, dass Sie hinterher auf dem Play-Button können Sie quasi sehen, was dann in der Zukunft passiert ist.
ne? Also so quasi ein Trading-Journal, ne? Auf, ja, ein Trading-Journal. So, das tun wir jetzt mal löschen. Gehen wieder zurück zum Chart und gehen weiter. Die Watchlist dürfte wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Funktionen sein. Sie klicken hier drauf und dann öffnet sich dieses Fenster. Das kann man auch beliebig ziehen. Wenn Sie hier die Watchlist mit Leben füllen möchten, klicken wir einfach mal hier auf Symbol hinzufügen und fügen exemplarisch einfach mal ein paar Sachen hinzu. Zwei Aktien, zwei Futures und zwei Anleihen. So, in dieser Watchlist können Sie mit einem Klick auf rechte Maus auch Sektionen hinzufügen. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Wir fügen mal drei Sektionen hinzu. Die kann man auch selber verschieben und können die jetzt hier Aktien, Futures und Anleihen nennen. Ja, diese ganzen Sachen, die kann man auch frei verschieben. Ich habe bis jetzt nur vorgeführt, damit man sehen kann, wie übersichtlich man sich so eine Watchlist gestalten kann. Ferner können wir hier noch mit farblichen Markierungen arbeiten. Ja, wenn man hier auf diese kleine Flagge klickt, sagen jetzt, okay, die Aktien sollen rot sein, die Futures, die machen wir blau und die Anleihen, die machen wir hellblau. Und diese Sachen können wir dann hier oben über das Menü zum Beispiel nochmal gesondert quasi filtern. Ja, also so, man sollte sich vielleicht im Lauf der Zeit so eine gewisse eigene Methodik überlegen, dass man gewisse Sachen immer in ein und derselben Farbe markiert, damit man sich dann einfacher orientieren kann. Also wir gehen wieder zurück auf die Gesamtübersicht. Cooles Feature ist auch hier zum Beispiel die erweiterte Ansicht, das Tortendiagramm. Ja, hier kann man sich nochmal tolle Visualisierung und weitere Daten zu seiner Watchlist anzeigen und kann die sogar mit seinen Freunden teilen, ja, oder in Excel exportieren. Ja, also man kann viele Sachen machen. So viel zur Watchlist. Der nächste Button ist die Übersicht über die Alarme. Hier läuft dann quasi die Übersicht von allen aktiven oder ausgelösten Alarmen auf. Im nächsten Button, ziemlich cool, haben wir die Titelzeilen. Also da werden alle News für den ausgewählten Ticker laufen hier zusammen. Ja, also so kann man sich einen guten Überblick verschaffen, was gerade so los ist in diesem Instrument. Ja, dann haben wir ein Datenfenster mit Daten. Hier haben wir so ein paar Hotlisten, zum Beispiel welche Aktien heute das höchste Volumen hatten oder die größte Veränderung. Darunter haben wir den Wirtschaftskalender. Ja, das ist ziemlich praktisch. Da laufen alle, alle wirtschaftlichen Events auf. Und unten drunter haben wir den Earnings-Kalender. Also zusätzlich zu den Markierungen auf dem Chart, die man übrigens auch deaktivieren kann. Ne? Also so gerade im Forex-Bereich oder sowas, da ist der Chart manchmal ziemlich voll mit News-Events und da macht es manchmal Sinn, diese Symbole einfach zu deaktivieren und dann kann man halt hier mit dieser mit der Seitenleiste arbeiten. Hier bei den Meine Ideen würden dann die privaten oder auch öffentlichen Ideen auflaufen. Blöderweise habe ich den private Idee gelöscht, aber die sollte eigentlich hier drin sein und dann wollte ich sagen, hier, na, da ist jetzt unsere Idee, die wir gespeichert haben. Hier unten haben wir noch den öffentlichen Chat und den privaten Chat und den Ideenstream und falls Sie irgendwelchen Autoren folgen, dann laufen dann hier die ganzen Sachen auf. Kommen wir final hier auf der rechten Seite zu dem Aspekt des Tradings. Wir haben eine Trading DOM. Ja, diese Trading DOM, die zeigt nur Level 1 Daten an und wird vorzugsweise dafür verwendet, dass man halt wirklich ganz genaue Entries machen kann, weil man hier halt einfach jeden einzelnen Preislevel anwählt. Und dann haben wir noch das Tradings Panel.
Das sollte eigentlich keine Fragen aufwerfen. Man kann den Preis, die Orderart, Take Profit, Risiko, man kann alles einstellen und dann halt einfach ausführen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man Trades ausführen könnte, und zwar hier über die Buttons Sell Market oder Buy Market oder auch ganz cool, wissen auch nur relativ wenige, wenn wir wieder in dieses das Long- und Short-Tool, das mein Kollege kurz angerissen hat. In diesem Tool kann man sich sozusagen seinen Profit und Loss zurechtziehen, es an die gewünschte Stelle, und mit einem rechten Mausklick kann man hier direkt eine Limit Order quasi anheften. Ne? Also das ist eigentlich die coolste Möglichkeit, ja, Limit Orders zu platzieren, meiner Meinung nach. So, haben wir das abgedeckt. Kommen wir hier unten zu dem PineScript Editor und Strategietester. Der Strategietester bietet nicht die Funktion zum automatischen Handel, sondern der Strategietester ist zum reinen Back- und Forward-Testing gedacht. Wir laden exemplarisch einfach mal eine Strategie hier rein, zum Beispiel die Bollinger Bands-Strategie. Die wird automatisch auf den kompletten sichtbaren Chart angewendet und dann hier unten in dem Strategietester quasi ausgewertet. Diese Strategien, die kann man sich selber schreiben. Es soll gar nicht so schwer sein, habe ich mir sagen lassen, hier in diesem PineScript-Editor, und kann dann halt quasi seine eigene Strategie ja automatisch backtesten lassen. Also nur wichtig ist, dass diese Strategietester, die dienen nur zum reinen Back- und Forward-Testing, aber nicht zum automatisierten Handel. Und abschließend wollen wir diese kurze Einführung mit dem Aktienscreener. Auf den sind wir besonders stolz. Es ist nicht nur ein Aktienscreener, es ist auch ein Forex- oder ein Kryptoscreener. Es kommt mit vielen Voreinstellungen und es erschlägt einen am Anfang. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen einfach ein ziemlich cooles, praktisches Beispiel. Wenn Sie die Aktienscreener öffnen, werden automatisch alle verfügbaren Aktien reingeladen. Wir ignorieren einfach mal diese ganzen Einstellungen und klicken hier auf die drei Punkte und machen einfach mal alles weg. Ja, weil ich finde zum Beispiel cool, mich interessiert immer so das vorbörsliche Volumen und die Marktkapitalisierung. Und jetzt haben wir quasi erstmal einfach nur eine Liste mit allen Aktien. Und jetzt können wir hier entweder in dem Suchfeld suchen oder man kann es direkt eingeben. Ich gebe jetzt hier das vorbörsliche Volumen, und die Marktkapitalisierung. Ja, und jetzt haben wir uns quasi wie eine Excel, haben wir uns jetzt in wenigen Mausklicks, ne, haben wir uns quasi alle Aktien nach diesen zwei ja, Kriterien filtern lassen. Ne. Das ist so das, was ich quasi ein bisschen übermitteln wollte. Also man sollte sich nicht von den Einstellungen erschlagen lassen. Hier oben, wenn man auf Filter klickt zum Beispiel, dann kann man zusätzlich noch Werte filtern. Ja, das lassen wir jetzt hier ganz bewusst außen vor und wollte einfach nur zeigen, dass man sich ganz einfach quasi selber eine Asset-Liste filtern kann. So, lieber Florian, jetzt muss ich mal überlegen. Wir sind soweit mit den Basisfunktionen durch. Mhm. Victor, hast du noch irgendwas, wo du hinzufügen kannst? Ich hatte den Victor kurz. Nee, ich glaube, das ist alles relativ gut erklärt. Ja, ich hatte den Victor kurzzeitig auf Mute geschaltet, weil es zwischendurch eine Rückkopplung gab. Also nicht, dass du dich verwundert hast. Okay. Ah, genau, eine Sache noch. TradingView, wir sind jetzt hier im Browser drin, ne, aber es gibt auch für Handy, Smartphone und für den Computer gibt es eine Desktop-App. Die hat den Vorteil, dass die Charts dort schneller geladen werden. Ne? Also das einfach nur noch zur Anmerkung.
Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, ja, kontaktiert uns gerne direkt oder wie auch immer. Ja, vielleicht sehen wir uns bald nochmal wieder. Es hat uns auf jeden Fall viel Spaß gemacht und danke. Ja, super. Dann kann ich nur im Namen von FX Flat auch noch Danke sagen an euch beide, dass ihr auf jeden Fall da wart, euch den Fragen gestellt habt und einen kleinen Einblick gegeben habt. Danke natürlich auch an alle Teilnehmer, dass sie bis zum Ende dabei waren, schön Fragen gestellt haben, die wir hoffentlich zufriedenstellend auch beantworten konnten. Und von daher, ja, wie immer, ne, bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf und wie der René schon sagte, vielleicht sehen wir uns dann bald mit den Jungs von TradingView nochmal wieder. Dann würde ich sagen, schönen Abend, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.